Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem NSS-Profi. Achtung! Moin, moin! Samaha, piss dich! Wie geht's, wie steht's? Ah ja. Du alle Nudel. Servus, und wenn wir jetzt nochmal alte Nudelbusfahrer oder etc. nimmst, dann schlage ich die. Ey, jo, wie läuft eigentlich der Kauf mit dem neuen Bus? Es fängt einfach schon wieder an. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch, haben euch die letzten Folgen gefallen. Wenn ja, dann schreibt es gern einmal in die Kommentare. Oder Herr Kollege, der hat schon wieder cholerische Anfälle und keine Ahnung. Jo, Herr Kollege, haben Sie ein Thema, über das wir heute sprechen? Ja, warum stinkt es hier so wegen Ihnen? Ich meine es jetzt zwar ein anderes Thema, aber naja. Haben Sie zufällig Scheiße. Ich geh mal in Silo. Servus. Hallo. Hallo. Ich habe ja früher schon angesprochen wegen Dreschen. Ja. Und zwar das Feld 14 wäre zu dreschen. Ja, okay. Da ist Raps drauf, Opfer gespannt, steht schon bereit. Alles klar. Was? Danke. Bitte. So. So, Herr Kollege. Wo ist er nicht? Jo, auf jeden Fall, der Herr Kollege hat wieder seine cholerischen Anfälle. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, was da auf dem abgeht. Ob wir da bei den Tieren was machen müssen. Vielleicht nur eine Silage reintun. Eine Schaufel und jo. So, da. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie bei euch das Wetter ist oder was bei euch so gerade Phase ist, weil ich habe gehört, in Deutschland ist gerade nicht so coole Situation mit Hochwasser und so. Schreibt es gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob ihr betroffen seid davon, und jo, wird mich interessieren. So, dann fangen wir da mal an. Dann ist das Arsch wieder voll. Dann müssen wir schauen, was wir noch zu machen haben. Was sagen denn die Wiesen? Warten Sie kurz. Was wollen Sie? Herr Kollege? Ah, er ist kurz weg. So, du alte Kartoffel. Ich hab kurz das Hello gestochen. Ist das schlimm? Ich bestich die ja gleich. Oha, warum so salzig? Du bist da gleich salzig. Ist doch so, du bist so salzig. Oha, hier ist ein Feld. Boah, kann ich mir sogar leisten. Soll ich es mir kaufen oder nicht? Du kaufst gar nichts. Okay, dann eben nicht. Übrigens, da oben, da unten der eine MLU reißt die ganze Bude ab. Ich reiß auch gleich den Hit noch. Boah, Junge. Und du willst mir am Anfang sagen, dass ich so streng bin oder so, oder voll salzig bin. Jo, jetzt, das war ja alles nur Spaß, Herr Kollege. Ich wollte Sie jetzt eigentlich einmal fragen, ob Sie die Farmcon mitverfolgt haben auf Twitch, weil die war ja da, die Wochen. Sie sollten das für mich machen. Jo, was haben Sie noch nichts geschaut? Nachgeschaut? Ich habe nur Bilder gesehen. Die können mir jetzt mal
eher was zu sagen. Also auf jeden Fall war es lustig mitzuschauen, war immer die letzten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils von 20 bis 21.30 Uhr oder 22 Uhr. Und jo, also was ich bis jetzt gesehen habe, einfach nur geil. Ich bin schon gespannt, was da auf uns noch zukommt. Auf jeden Fall haben sie die Sounds optimiert, einfach nur genial. Dann die Schneidwerk vom Drescher haben sie optimiert, damit sich die endlich auf den Boden anpassen, also dann auf die Neigung und so. Dann haben sie die Sound von den Fahrzeugen optimiert. Dann gibt es Getriebe, Automatik oder Selbstschalten. Boah, ein Getriebe? Ja. In-game oder als Mod? Nein, in-game. Okay. Dann Seasons, wo haben sie aber eh schon gesagt, das kann man natürlich abschalten. Seasons weiß ich, dass es das gibt. Ja, das haben sie auch noch einmal gesagt, damit es das gibt. Das ist auf jeden Fall abschaltbar für die Leute, die es nicht wollen. Und okay. Ja. Wissen sie genau, wie das Season funktioniert? Eigentlich so wie der Seasons Mod, nur halt fix im Spiel drin. Dann gibt es eben Produktionen, was man schon gesehen hat. Es gibt Erdbeeren, Produktion? Produktion, ja. Dann Weintrauben, Oliven, Bäckerei, ja. Mehlproduktion. Gibt es noch die Technik dazu eigentlich? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Das wird auf jeden Fall spannend, sage ich nur. Ja, also das ist schon krass, die ganze Produktion. Aber leider gibt es nur Traubensaft und kein Wein. Schade, Mann. Wegen FSK 0. Hopfen? Nein, gibt's auch nicht wegen FSK 0. Och Mann, ich hätte so ein schönes blondes Mal produziert. Wäre nicht schlecht gewesen. Nee, überhaupt nicht schlecht. Jo, was sagen Sie dazu? Nice. Freut mich. Ja, ich freue mich auch. Und auf jeden Fall habe ich da schon ein bisschen was im Hinterkopf, was ich so ein Projekt mit Ihnen machen wollte. Oder will, wenn sie Zeit haben mit dem gesamten Team, also unser Team, sagen wir mal so. Sicher. Was denn? Hä? Warte mal. Und jo, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob ihr bei der FarmCon dabei wart. Live auf Twitch. So, dann schauen wir mal kurz schnell. Na, halten Sie mal kurz die Leute, ich bin kurz für 2 Minuten weg. Jojo. So, dann schreibt's gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch euch freut drauf. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe mir übrigens ein Schneidwerk gegönnt. Aber schreib's, sag's ihm nichts, das check rein. So, dann werden wir einmal beim Herrn Kollegen vorbeifahren. Aber zuerst werden wir bei uns da oben das große Wiese abmähen. Die ist ja da oben, da wo der Dome steht vom LU. Und da werden wir jetzt einmal hindüsen. Ja. So, wird ein bisschen eng, schön rundum leuchten an vom da jetzt. Und ab geht die Luzi. Boah, das ist eng. Und jo, auf jeden Fall brauche ich einmal eine neue Grafikkarte. Aber die werden wir jetzt bald einmal gönnen. Weil sonst wird die Grafik da vom LS22 nicht mehr so geil. Und jo, dann das Hutfire auf jeden Fall auch, schaut irgendwie aus wie aus dem 15er. Schreib's gerne mal eure Meinung zum Hut in die Kommentare. Und jo. So, dann schauen wir mal. So, dann düsen wir da einmal ab in die Wiesen. So, dann. Jojo, so geht's eben dahin. Und da so am 22. November ist Release Date vom LS22. Und als wenn man vorbestellt, auf Steam, dann kriegt man das Class Cell Trackback dazu. Und jo, ich weiß nicht, ob jetzt schon die Collector's Edition wieder verfügbar ist, weil die ist, glaube ich, momentan ausverkauft.
da wo es die geile und Umleuchte dazu gibt, was man anstecken kann, und wenn man im Ingame die Rundumleuchte hat, funktioniert es dann, die Rundumleuchte bei USB A, der am Schreibtisch steht oder so. Jetzt werden wir mal den Herrn Kollegen fragen. Hallo. Geht's Ihnen gut, Herr Kollege? Ja, es geht mir gut. Da haben Sie aber ganz schön alte Technik ausgegraben. Ja, ich hab das geerbt, wissen Sie. An Bison. Geil, geil. Darf ich auch mal eine Runde fahren mit dem Herrn Kollegen? Ja, dürfen Sie. Ich fahre inzwischen mit dem Mähwerker runter. Jo, können es machen. Geben Sie mir mal. Ist nur der Schlüssel, braucht der noch. Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Ja, so. Warten Sie kurz. Da ist der Schlüssel. Da ist von mir der Schlüssel, danke. Danke. Boah, geil. Einmal am Bison fahren. Und jo, jetzt habe ich eben den Herrn Kollegen Dominik da. Ich fahre mit seinem Drescher da. Und jetzt werde ich den Herrn Kollegen Dominik fragen, was er vom LS22 erhaltet. Was halten Sie davon? Ja, ich find's die Sachen, was sie machen, relativ gut. So in Richtung Produktionen, die Sounds sind auch viel besser. Was machen sie noch? Das Crossplay, wenn das kommt, wäre auch richtig geil. Ja. Was sagen Sie zum Getriebe? Das ist auch besser geworden. Und jo. Was auch richtig gut ist, ist, dass beim Mähdreschen dann sich das Schneidwerk anpasst. Ja, das ist genial. Und die Sounds, oh mein Gott. So, ja. Sorry. Aber so, Herr Kollege, ich habe jetzt Ihnen die Community unterhalten. Jetzt dann frage ich Sie, was Sie davon halten. Haben Sie schon den LS22 vorbestellt? Ich muss ehrlich sagen, ich verkrampfe es jetzt in der Zug. Aber ich würde noch wieder vorbestellen. Da gibt's dann auf Steam dann schön den Class Saddle Track dazu. Den gibt's auch, egal was du da bestellst. Also egal auf welche Art du die bestellst. Aber du musst vorbestellen. Ja. Steht jetzt immer noch, der Dumme. Wo steht? Das Zimmer. Ja, es steht noch. Ich habe vorher nur ein bisschen Probleme gehabt mit dem Lenkrad, aber jetzt geht's. Das hat manchmal ein bisschen eine Fehler. Warte mal. Weißt du, beim alten Bison, da funktioniert nicht immer alles gleich so auf Anhieb. Wir haben ja einen schönen Bison-Drescher gekauft. Einen schönen roten. Aha, so ist das also. Was denn? Er fährt dafür mit meinem Drescher. Was hat er denn jetzt wieder gesagt, weil er ist Schneidwerk-Kombi? Aha, das Feld ist also auch. Na, das ist mein Feld. Das ihr ist wollt mein mich beide Feld. Rollen, oder? Na, wollte ich mich vorhin. Das Feld ist mein Feld jetzt. Das ist direkt neben meinem Hof. Da brauchst du nichts kaufen. Ich wollte eigentlich schon das Ding da kaufen. Dome? Ja? Ich sag nur Team Forever. Ja. Scheißdreck, Alter. Guten Tag. Grüß Gott. Guten Tag. Ihr Feld ist abgebrochen. Dankeschön. Wie viel werden es dann? 5.400. Warten Sie kurz. Ich könnte tief in die Brieftasche griffen, Junge. Was so? Ich Trinkgeld, Junge. Der braucht das. Also, danke. 1.000 Euro Trinkgeld. Wahrscheinlich. Natürlich, du hast das Geld. Dame? Ja? Du kannst doch sicherlich mir mal ein paar Fell. Ne, das will ich privat mit dir besprechen. Herr. Nichts für junge Chrissis, das geht nicht. Herr Kollege. Ja, dann gehen wir auch weh.
Können wir auch wie Herr Kollege, tun Sie die Folge abmoderieren? Ja. Können wir dann nach der Folge auch wie. So, Herr Kollege, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja, Leute. Wie gesagt, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass der Chrissy einfach die ganze Zeit 24/7 nur cheatet. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.